Der Autokonzern Daimler-Chrysler ordnet sein Asiengeschäft neu. Nach 4 Jahren trennt sich das Stuttgarter Unternehmen von seinem südkoreanischen Partner Hyundai Motor. Der 10,5% Anteil soll verkauft werden. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, nur bei Einzelprojekten wolle man noch zusammenarbeiten. Erst vor knapp 3 Wochen hatte Daimler-Chrysler angekündigt, kein Geld mehr in den japanischen Autobauer Mitsubishi zu stecken. Damals, vor 4 Jahren, geschah es vor den Augen der ganzen Welt. Daimler-Chrysler besiegelt seine Beteiligung an Hyundai. Und der Stuttgarter Konzern versprach sich einiges davon. Daimler-Chrysler wollte so im Nutzfahrzeuggeschäft auf dem asiatischen Markt Fuß fassen. Damals. Mittlerweile setzt Daimler aber ganz auf seine japanische Lkw-Tochter Fuso, dem Marktführer bei Nutzfahrzeugen in Asien. Und Hyundai ist damit nicht mehr ganz so wichtig. Das Ende der sogenannten strategischen Allianz kam heute als Pressemitteilung aus dem Faxgerät und das nicht einmal wirklich überraschend. Ich denke, es war die richtige Entscheidung und es war auch vom Markt erwartet worden, dass diese Entscheidung fällt, dass der 10,5% Anteil verkauft wird. Es wird aber weiterhin gemeinsame Projekte geben, zum Beispiel den sogenannten Weltmotor, ein Benzinmotor, der universal in Hyundai, Chrysler und Mitsubishi-Fahrzeuge eingebaut werden kann. Der Ausstieg, Experten sehen darin auch eine Chance. Kurzfristig ist es sicher ein Problem für Daimler-Chrysler, dass man jetzt 2 wichtige Stützpfeiler in der Asienstrategie, Mitsubishi und Hyundai, praktisch verliert. Ich denke aber langfristig kann das ein Erfolg für das Unternehmen sein. Man muss sich jetzt stärker auf die eigenen Kräfte besinnen. Man muss den Produktionsstandort China nutzen und ausbauen. Vor wenigen Wochen hatte Konzernchef Schremp mit dem Rückzug von Mitsubishi für Wirbel gesorgt. Und heute dann die Trennung von Hyundai. Dennoch will Daimler-Chrysler mittelfristig 1/4 seines Umsatzes in Asien erzielen. In Frankfurt ist der Präsident der Bundesbank, Axel Weber, mit einer Feierstunde in sein Amt eingeführt worden. Der 47-jährige Ökonom war einer der 5 Wirtschaftsweisen und lehrte zuletzt an der Universität Köln. Weber, der als Experte für Geld- und Währungspolitik gilt, sprach sich für eine solide Haushaltspolitik aus. Er ist Nachfolger von Ernst Welticke, der im April nach der sogenannten Hotelkostenaffäre zurückgetreten war. Vor allem der Preisanstieg bei Heizöl und Benzin hat die Jahresteuerungsrate auf den höchsten Stand seit 2 Jahren getrieben. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden mussten die Verbraucher im April 1,6% mehr für die Lebenshaltung ausgeben als im Vorjahresmonat. Im März hatte die Rate noch bei 1,1% gelegen. Ein weiterer Kostentreiber waren auch die höheren Preise für Medikamente. 3 Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Athen zeigt sich das Internationale Olympische Komitee mit den Vorbereitungen zufrieden. Nach einer letzten Inspektion sagte der Leiter der IOC-Delegation Oswald, kein einziges Projekt stehe auf der Kippe. Der Chefkontrolleur des IOC strahlte vor Optimismus. Bisher hatte sich der Schweizer Dennis Oswald immer sehr vorsichtig ausgedrückt, wenn es um die Frage ging, werden die Griechen rechtzeitig fertig? Nun aber scheint auch er überzeugt, der 13. August steht, die Schlamperei von 2 Jahren ist fast schon aufgeholt. In der Vergangenheit hatten wir Zweifel, ob einige der Sportstätten und die Infrastruktur fertig würden. Heute bin ich sehr froh, mitteilen zu können, dass alle diese Zweifel Vergangenheit sind. Oswalds Zufriedenheit hat gute Gründe. Nicht nur das sogenannte Frieden- und Freundschaftsstadion für die Volleyballwettbewerbe ist fertig, auch die meisten anderen Arenen sind unter Dach und Fach. Vor allem aber beim berühmt-berüchtigten Calatrava-Dach des Olympiastadions, dem größten Glasdach der Welt, scheinen nun die meisten Probleme überwunden. In den letzten Tagen war es gelungen, einen der gewaltigen Bögen in Richtung Stadion zu bewegen. Der zweite soll in einer Woche folgen. Und so wird dieses Dach nach seiner Vollendung aussehen. Wer den ganzen Wirbel hier um das Calatrava-Dach verfolgt, könnte meinen, von diesem Dach hingen die Spiele 2004 ab. Aber das ist natürlich Unsinn. Das Calatrava-Dach ist ein Prestigeobjekt, mit dem Athen erneut in die Geschichte der Olympischen Spiele eingehen will. Und so ist dieser ganze Wirbel denn wohl auch eher Teil einer geschickten Werbestrategie.